Kit Harington hat seine Game of Thrones Statue behalten. Ein Jon Schnee für zu Hause? Mitte April startet endlich die heiß ersehnte letzte Staffel des Fantasy-Epos Game of Thrones. Jede noch so winzige Information, die Bodin Fans hinwirft, wird bis ins kleinste Detail analysiert. So auch der aktuelle Dreier, der in der Stark-Krypta spielt. Wie Jon Schnee Schauspieler Kit Harington, 32, jetzt verrät, hat er eine ganz bestimmte Requisite aus besagtem Ausschnitt übrigens behalten, die Statue von Jon. In der BBC-Radiosendung Tzöbal Break Fast Show gibt der 32-Jährige zu, sich ein besonderes Stückchen Game of Thrones zu Hause aufgestellt zu haben. Ich habe die Statue behalten. Du weißt schon, die eine in der Krypta? Ich habe sie behalten. Sie haben sie mir nach Hause geschickt und jetzt habe ich sie in meinem Schuppen. Wie traurig ist das? Ich war der Einzige, der seine Statue behalten hat. Auch wenn Kit sich selbst scherzhaft als Narzissten bezeichnet, sieht Moderatorin Zöval die Sache pragmatisch. Wenn es finanziell mal nicht gut laufe, könne er solche Erinnerungsstücke sicherlich gut verkaufen. Das ist die Idee, witzelt der Brite weiter. Glücklich sei er über das Game of Thrones Ende übrigens nicht. Es ist wie, wenn du ein Buch fertig hast, du bist nicht wirklich glücklich darüber, dass es vorbei ist, oder? Aber du bist traurig, dass es vorbei ist und genau so ist es mit den 9 Jahren, die ich diese Show gemacht habe.